Dieses Jahr haben die Projektgruppe Greater Form zusammen mit Kindern und Jugendlichen das Museum der Bildenden Künste nach Leipzig-Grünau eingeladen. Daraus ist die interaktive Ausstellung Gastgeben hier am Allee-Center Leipzig entstanden. Hallo liebe Leute und liebe Kinder, schön, dass ihr alle gekommen seid. Übers Jahr verteilt waren Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen wie Öffentlichkeitsarbeit, Kunstvermittlung und der Direktion zu Besuch in Grünau bei Greater Form und den Kids. Und auch die Kids haben uns im Museum besucht. Die Zusammenarbeit war schön und irgendwie auch lustig. Ansonsten fand ich das halt auch sehr schön, als wir im Museum waren und mal hinter die Kulissen geguckt haben, wie denn eigentlich alles so funktioniert. Greater Form ist eine Projektgruppe aus KünstlerInnen und kulturellen Praktikerinnen. Wir betreiben hier in Grünau unseren eigenen Projektraum, in dem können die Kids des Stadtteils zu uns kommen, um mit uns Erwachsenen zusammen Kunst zu machen. Wichtig ist dabei, dass die umsonst bei uns teilnehmen können, selbstbestimmt, und dass wir zusammen mit den Kids die Themen und Inhalte unserer Projekte entwickeln. Daraus entstehen dann Kunstwerke, Performances, Aktionen im öffentlichen Raum, Publikationen und eben auch Ausstellungen. Die Ausstellung besteht aus 11 beweglichen Stationen, die zum einen die Ereignisse des Projektes dokumentiert und andererseits Platz für viele weitere Aktionen bietet. Eine Aktion, die wir in diesem Jahr mit den Kids und den Museumsmitarbeiterinnen realisiert haben, war eine Bootsfahrt auf den Leipziger Kanälen. Der Ausgangspunkt hierfür war eine Fotografie von Evelyn Richter, die auch eins der Gastgeschenke vom Museum war. Darauf ist ein Boot zu sehen mit dem Titel Traumland. Und wir hatten dann die Idee, mit dem Schiff MS Weltfrieden zu fahren und mit den Kids zusammen eine Demo zu veranstalten, die gleichzeitig Party war. Ich stehe gerade bei meiner Traumreise. Und zwar dachten wir erst so, wie führen wir Leute am besten durch Grünau? Und haben die Leute dann in der Traumreise entweder in Feen- oder in Meerjungfrauengestalt durch Grünau geführt. Mein Lieblingskunstwerk in der Ausstellung ist die Keramik und das Pegasus, weil es so einfach fantasiereich ist. Es gab und gibt immer mal wieder Konflikte und es wurde der Peace Pegasus erfunden. Es gibt auch einen Pegasus in der Sammlung des MDBK, sehr klein, von Hartmut Klopsch. Und die beiden haben sich auch besucht. Der große Pegasus von Greater Form und den Kids kam ins Museum geflogen und hat den kleinen Pegasus getroffen. Unser Kurator Markus Hurtig hat sich dann mit den Kids in Grünau getroffen und ausgetauscht, auch gestritten über geflügelte Wesen in der Kunstgeschichte bis in die heutige Zeit, bis in die Moderne. Das Anliegen unserer Arbeit ist es, den Stimmen und Ausdrucksformen der Kids eine große Öffentlichkeit zu geben und diese im Museum zu platzieren, wo sie meistens unterrepräsentiert sind. Also danke, liebe Kids von Greater Form, dass ihr das Wagnis mit einer so alten Institution wie dem Museum der Bildenden Künste eingegangen seid. Außerdem wollen wir eine Brücke bauen zwischen kulturellen und gesellschaftlichen Sphären, die sich leider sehr oft nicht begegnen. Wir im MDBK fragen uns natürlich auch, wer besucht uns noch nicht? Welche Kunst stellen wir aus? Welche Kunst zeigen wir vielleicht noch nicht? Und wie können wir uns intern, aber auch nach außen weiterentwickeln? Mit welchen Teilhabeprojekten, welchen KooperationspartnerInnen arbeiten wir zusammen? Mit der Zusammenarbeit wollten wir exemplarisch herausfinden, wie eine große Institution wie das Museum und ein kleines Projekt wie unseres, das sehr stark in seinem Stadtteil verankert ist, zusammenkommen können, gemeinsam etwas gestalten können und voneinander lernen können. Es ist halt schon toll zu wissen, dass man hier viele Leute hat, mit denen man auch reden kann und auch die Ideen weiter teilen kann. Also ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir halt jetzt auch mehr gemeinsam machen können, weil mehr Leute hier sein können.